Ich habe doch nichts zu verbergen. Sollen die doch wissen, was mir gefällt. Das ist doch gut, dann kriege ich gute Werbung. So oder so ähnlich habe ich schon viele Leute über ihre Daten reden hören. Und naja, seit letzter Woche werden WhatsApp-Daten nun mit Facebook geteilt. Gemeinsam mit Instagram zählt WhatsApp zu den wohl am meisten genutzten Apps überhaupt. Und das Ganze könnte problematisch werden. Doch WhatsApp-Chats sind ja eigentlich verschlüsselt. Das bedeutet, wie viele Informationen kann man denn da noch rauslesen überhaupt? Das ist ja eigentlich quasi nichts mehr, oder? Leider nicht ganz, denn dieses Video dreht sich um Metadaten und wir wollen klären, wie gefährlich die Dinger wirklich sind. So, zunächst einmal müssen wir natürlich wissen, was sind eigentlich Metadaten? Metadaten sind Daten, die anfallen, wenn man etwas benutzt, aber tatsächlich den eigentlichen Inhalt nicht lesen kann. Das sind zum Beispiel auch bei eurem Internet-Traffic-Daten, das sind aber auch natürlich Daten von der Nutzung von WhatsApp. Das heißt, ihr benutzt diese App, aber man kann die Inhalte ja nicht lesen, weil die Chats Ende zu Ende verschlüsselt sind. Zumindest nehmen wir das jetzt einfach mal für dieses Video an. Wenn die nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind, wird es noch sehr viel schlimmer. Was sind also jetzt genau Metadaten? Also was kann man sich darunter vorstellen? Nun, zunächst einmal, wann schreibt eigentlich wer? Also bin ich jetzt in diesem Moment gerade am Tippen? Nein. Bin ich generell vielleicht von 8 bis 16 Uhr am Tippen? Ja, dann darf ich während meiner Arbeit wohl mein Handy benutzen oder ich tue es gegen das Vorschreiben meines Arbeitgebers. Ist schon wieder ein bisschen tricky. Aber zum Beispiel auch, mit wem schreibe ich oder wie lange schreibe ich, das sind alles sehr relevante und pikante Informationen vielleicht auch. Das werden wir aber gleich noch uns genauer angucken. Natürlich zählt auch das, mit dem ihr euch anmeldet, also die Telefonnummer, zu den Metadaten, denn sowas muss gespeichert werden. Man könnte ja sonst irgendwie sich als euch einloggen und das wäre nicht so angenehm. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass man über die Telefonnummer die wahre Identität einer Person rausfinden kann, zumindest bei den allermeisten Personen, denn man braucht zum Kaufen einer SIM-Karte mittlerweile einen Ausweis. Ist nicht so angenehm, aber WhatsApp oder Facebook kann das höchstwahrscheinlich nicht benutzen. Dann kommen wir zu Standortdaten und hier werdet ihr mir jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagen, aber wie soll denn WhatsApp den Standort auslesen? Die haben doch gar keinen Zugriff auf GPS, weil das brauchen sie ja nicht. Das mag richtig sein, aber tatsächlich kann man über Wi-Fi oder auch über euer mobiles Internet immer noch relativ gut den Standort rausbekommen. Das haben wir hier auch schon ein paar Mal bei mir gemacht. Zusätzlich kann man natürlich solche einfachen Dinge auslesen wie das Handymodell oder welche Software man benutzt. Wie oft man aber auch zum Beispiel einen Chat öffnet, ist auch ein Metadatum. Oder wie oft man zum Beispiel Nachrichten löscht und zögert beim Schreiben. Das kann vielleicht auch interessant sein. Und da kommen natürlich noch sehr, sehr viele mehr Daten dazu. Das heißt im Endeffekt, alles, was über eure Nutzung irgendwie Aufschluss gibt, sind Metadaten. Also nichts, was direkt zum Inhalt gehört, sondern nur was, was ihr aus Versehen quasi auf der App lasst. Und dass Facebook das alles trackt, also verfolgt, das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Doch interessanter ist vielleicht die Fragestellung, was kann man eigentlich darüber alles rausfinden? Und hier wird es jetzt ein kleines bisschen eklig. Denn nehmen wir einfach mal an, ihr habt ein gewisses soziales Umfeld. Das sollte jeder bestätigen können. Ihr habt Leute, mit denen ihr häufiger schreibt. Ihr habt Leute, mit denen ihr nicht so häufig schreibt. Ihr habt Leute, mit denen ihr gar nicht schreibt. Und ihr habt Leute, die ihr quasi nicht mal kennt. Und das ist eigentlich so das Standardvorgehen, sonst braucht ihr keinen Messenger. Jetzt habt ihr allerdings, nehmen wir einfach mal an, eure Instagram-Likes und eure Facebook-Likes und so weiter miteinander verknüpft mit WhatsApp. Und das bedeutet, man kann vielleicht nicht unbedingt bei euch, aber bei eurem Umfeld einen Rückschluss ziehen, welches Instagram-Profil eigentlich zu welchem Facebook-Profil und zu welchem WhatsApp-Profil gehört. Weil viele Leute haben ein Profilbild bei WhatsApp und Gesichtserkennung ist jetzt nicht gerade schwer. Das heißt, man kann es auch bei Instagram rausfinden und man kann es auch bei Facebook rausfinden. Darüber hat man schon relativ genau eine gewisse soziale und politische Einstellung. Und naja, darüber, also nur wenn es die von euren Freunden ist, lässt sich auch eure politische Einstellung relativ gut zuordnen. Denn wenn ich sehr viel mit Rechtsextremen oder Linksextremen oder anderweitig Extremen schreibe, dann geht WhatsApp davon aus, dass mein soziales Umfeld so ist, also bin ich auch ziemlich genauso. Und in den meisten Fällen würde man sagen, das kommt schon ganz gut hin. Zusätzlich haben wir auch Standortdaten. Mobiles Internet und Wi-Fi lassen relativ guten Aufschluss darüber, wo ich mich grob befinde. Es geht nicht um etwas Exaktes, es geht eher um was Grobes. Denn die Daten, die wir daraus gewinnen, sind nicht irgendwie, wo genau befinde ich mich, sondern eher ein, wie ist mein Tagesablauf, also ein bisschen was Weicheres, ja. Also bei mir zum Beispiel, mein Handy liegt hier die ganze Zeit rum, das ist halt einfach so, weil ich viel am Arbeiten bin und man würde mich jetzt wahrscheinlich, wenn es nicht gerade Corona wäre, als Sozialmuffel vielleicht beschreiben, weil ich relativ selten rausgehe. Das liegt einfach daran, dass ich viel am Arbeiten bin, aber ja, das sind auch Metadaten, die ich da bei WhatsApp hinterlasse, wenn ich es benutze.
Und natürlich aber auch sowas wie, welche Events besuchst du? Und das bedeutet, bist du zum Beispiel bei Rock im Park, dann habe ich schon mal deine Musikrichtung. Es gibt viele Events, die man besuchen kann, irgendwelche Kunstausstellungen, irgendwelche Museen, wo man häufiger mal ist. Solche Metadaten hat natürlich auch WhatsApp, denn WhatsApp weiß, wo ihr ungefähr seid. Zusätzlich kommt dann allerdings noch ein bisschen ein, wann und wo und wie oft vor allem gehst du einkaufen? Hast du dir einen Plan gemacht, wenn du einkaufen gehst, oder machst du eher so Spontankäufe? Wenn du Spontankäufe machst, dann bist du natürlich super interessant, denn dann kann man sehr gut Werbung auf dich schalten. Wenn du eher der geplante Einkäufer bist, dann vielleicht eher weniger. Wie kann man das rausfinden? Naja, ich meine, wir haben Standortdaten. Das heißt, wir wissen, wie oft die Person jetzt zum Beispiel gerade in den Einkaufsladen nebendran geht oder 5 Kilometer weiter. Daraus kann man auch rausnehmen, wie gut die Person einkauft. Also ist sie vielleicht eher der gehobene Käufer, geht sie in irgendwelche Feinkostläden oder geht sie in Aldi einkaufen und hat nicht wirklich viel Geld für solche Sachen übrig. Und natürlich auch, wie oft man einkaufen geht, sind auch Daten, die wir natürlich über den Standort sehr leicht rausfinden können. Das ist schon eher unangenehm, wenn man sowas weiß. Aber wir haben noch mehr Informationen, zum Beispiel, wie sportlich bist du eigentlich? Sehe ich dich öfters mal auf der Karte joggen oder vielleicht sogar im Fitnessstudio? Sind das Informationen, die du gerne teilen würdest? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und ja, wir finden darüber auch solche Sachen raus wie, wie oft gehst du eigentlich zum Arzt? Und jetzt wird es gleich ein bisschen sehr eklig, denn wir finden darauf raus, wie oft man eigentlich oder überhaupt zum Psychotherapeuten geht oder ob man vielleicht sogar in einer Einrichtung bleiben muss. Und das sind Informationen, die will ich nicht, dass WhatsApp oder Facebook die von mir hat. Aber es wird noch gleich ein bisschen ekliger, und zwar: Aus solchen Daten kann man ohne weiteres lesen, wer mit wem was hat. Wer übernachtet regelmäßig bei dir, das heißt, wer gehört zu deinem Haushalt, aber auch, wenn du zum Beispiel nur am Wochenende diese Person besuchst, bei wem übernachtest du eigentlich regelmäßig? Sind das vielleicht nur gute Freunde oder hast du was mit dieser Person? Triffst du dich aber auch vielleicht häufig mit einer Kollegin? Und wir wissen ja, wer deine Kollegen sind, denn wir wissen ja, wo du arbeitest und wir wissen, wer noch da arbeitet. Und übernachtest du vielleicht öfters mal bei deiner Kollegin? Übernachtest du da, obwohl eigentlich deine Frau noch zu Hause ist? Denn wir wissen ja auch, ob du verheiratet bist oder nicht. Wir wissen ja auch, ob du vielleicht eine Frau hast, die woanders zur Arbeitsstelle geht. Und naja, wir wissen dann auch offensichtlich, ob du vielleicht deine Frau betrügst. Das heißt, das sind alles Daten, die man jetzt nicht unbedingt so gerne mit einer großen Firma wie Facebook teilen würde, würde ich mal behaupten. Es geht allerdings noch weiter und hier haben wir auch wieder ein Beispiel, was für viele schon zugänglich war. Und zwar der Schlafrhythmus. Wie kann man den Schlafrhythmus auslesen? Naja, die Nutzungszeiten sind ja eindeutig. Also wenn ich aufstehe, gucke ich mal kurz auf WhatsApp zum Beispiel. Das war tatsächlich schon öffentlich verfügbar. Es gibt eine API für WhatsApp, das heißt, man kann quasi da Programmcode dran schreiben und im Endeffekt konnte jeder über diese Wann bist du online Zeit einen groben Schlafrhythmus haben, denn viele gucken als allererstes auf ihr Handy und dort als allererstes auf WhatsApp oder Instagram, wenn sie aufwachen bzw. das letzte Mal, wenn sie gerade quasi beim Schlafen gehen sind. Das sind alles sehr öffentliche Daten mehr oder weniger und naja, wenn man das nicht ausgestellt hat, war das auch tatsächlich für alle verfügbar. WhatsApp hat dann natürlich nochmal ein kleines bisschen detailliertere Daten für euch. Das bedeutet, WhatsApp weiß es natürlich noch ein kleines bisschen besser, denn für WhatsApp könnt ihr diese Informationen nicht wirklich ausstellen. Für andere schon, für die App selber nicht wirklich. Dazu kommt natürlich noch sowas wie, hast du vielleicht psychologische Probleme? Hast du vielleicht Albträume? Guckst du vielleicht mitten in der Nacht öfters mal auf dein Handy und kannst einfach nicht schlafen? Solche Menschen könnten vielleicht anfälliger für gewisse Werbung sein, vielleicht auch für gefährlichere Werbung und dann wird es schon ganz, ganz eklig. Aber es geht auch zum Beispiel noch ein kleines bisschen anders. Und zwar, wenn wir nur häufig und ganz kurz schreiben oder ob wir zum Beispiel wenig Kontakt mit einer gewissen Person haben, aber auch zum Beispiel mit engen Freunden. Wie viel Kontakt haben wir eigentlich? Wie viel Zeit bin ich eigentlich alleine? Wie viel Zeit bin ich nicht auf der Arbeit? Und kein Scherz, diese Daten jetzt benutzt WhatsApp bzw. Facebook, um rauszufinden, ob ihr kurz vor einer Trennung seid und euch dann vielleicht zum Beispiel Dating-Apps zu empfehlen. Und zwar, wie viel schreibt ihr eigentlich mit den engen Freunden und Freundinnen eures Partners? Und das sind Informationen, die man auch vielleicht nicht unbedingt mit jemandem teilen möchte, aber die genutzt werden, um rauszufinden, ob ihr kurz vor einer Trennung steht. Und das bedeutet dann im Endeffekt, WhatsApp bzw. Facebook weiß das vor euch und naja, ihr könnt dann vielleicht ein paar Rückschlüsse draus ziehen, wenn ihr da, ne,
kurz davor seid, vielleicht auch durch diese Sache mit dem Fremdgehen. Wer weiß schon, also die Werbung kann dann tatsächlich auch Einfluss auf euer Privatleben nehmen sozusagen, wenn ihr sie interpretiert. Eventuell seid ihr auch alleine in einer Bar und dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass da irgendwas zumindest nicht ganz richtig ist. Man weiß aber zum Beispiel auch, was ihr besonders mögt. Jetzt nicht unbedingt über WhatsApp, sondern über Instagram zum Beispiel oder über Facebook. Das wurde so getrackt und zwar, man hat da so ein kleines bisschen Informationen, wie lange man eigentlich auf gewissen Sachen verharrt. Das bedeutet, wie lange man sich zum Beispiel Bilder anguckt, wie lange man sich Nachrichten von irgendwem anguckt. Das ist natürlich auch irgendwie Information und das sind auch Metadaten. Und das sind wirklich nur die besten Beispiele. Es gibt noch sehr viel mehr, zum Beispiel euer Einkommen, Alkoholkonsum. Im Endeffekt habt ihr euer eigenes China-Überwachungsding. Daraus lässt sich nämlich ein ziemlich, ziemlich gutes Bild von euch aufbauen und Facebook kennt euch dann am Ende besser als eure besten Freunde und teilweise sogar vielleicht besser als ihr selbst. Wollt ihr das, ist vielleicht nicht die richtige Frage. Aber die Frage ist vielleicht, werdet ihr schon allmählich paranoid? Es geht noch ein kleines bisschen besser. Denn die große Frage, die man sich hier stellen muss, ist, warum betreibt eigentlich Facebook, beziehungsweise warum betreiben die ganzen Unternehmen so viel Arbeit, um euch so gut kennenzulernen? Die wollen euch sicher nicht irgendwie als besten Freund am Ende haben. Aber die Antwort ist vielleicht nicht ganz so einfach. Man behauptet natürlich erstmal, es geht um Werbung. Und das ist natürlich auch das allerwichtigste Hauptverkaufsmerkmal sozusagen. Denn Werbung ist das, mit dem Facebook und Google und etc. eigentlich Geld machen. Ganz kurzer Einwurf aus dem Schnitt noch, und zwar, man muss hier unterscheiden zwischen der EU und den USA. Und zwar in den USA, da wird quasi alles akzeptiert, während in der EU steht explizit drin, es wird nicht für personalisierte Werbung genutzt und es soll nicht der Verbesserung anderer Facebook-Unternehmen dienen, sondern es soll nur zum Schutz und zur Sicherheit genutzt werden. Man möchte einen besseren Service bieten und neue Features entwickeln. Auf der anderen Seite steht auch explizit drin, was man sich ein bisschen genauer durchlesen muss. Einige deiner Nutzungsinformationen werden geteilt und ich zitiere wörtlich Art und Häufigkeit deiner Nutzung von Features. Da kann quasi alles reinfallen. Also wenn jetzt ein neues WhatsApp-Feature reinkommt, dann werden davon die Daten geteilt. Und wenn das jetzt halt ein Feature ist, wie zum Beispiel Verlinkungen mit Instagram, dann ist das nun mal so. Außerdem steht explizit drin, es dient der Verlinkung der Accounts. Das heißt, der Instagram-Account wird mit dem WhatsApp-Account verknüpft, also mehr oder weniger gedanklich verknüpft, dass man weiß, welcher Nutzer wozu gehört. Das soll natürlich auch erstmal nur zum Schutz und der Sicherheit dienen, damit man quasi weiß, okay, jemand, der bei Instagram gebannt wird, könnte auch bei WhatsApp gebannt werden, damit man da quasi weiß, was los ist. Was ich ganz besonders schwierig fand, ist Folgendes. Und zwar, ich zitiere auch wieder wörtlich, dies könnte auch eine Zusammenarbeit mit den anderen Facebook-Unternehmen umfassen, um Benutzer dabei zu unterstützen, Unternehmen zu finden, die sie interessieren und mit denen sie über WhatsApp kommunizieren. Das bedeutet quasi, man ermöglicht die Findung von Unternehmen, die den Benutzer interessieren können. In welchem Zusammenhang hier übrigens Interesse steht, ob Kaufinteresse oder Bewerbungsinteresse, das wird nicht genannt. Also meiner Meinung nach ist das quasi Werbung für Unternehmen. Deswegen ist das so ein kleines bisschen mit Vorsicht zu betrachten, dass es für die EU nicht gelten sollte. Also machen wir hier quasi einfach ganz normal weiter. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Cambridge Analytica. Das ist hier ein großes Ding, was ich kurz erwähnen möchte. Und zwar, mit Werbung lässt sich die Masse wunderbar beeinflussen. Das heißt, es dreht sich nicht immer nur um dich als Person, die du hier gerade zuguckst, sondern es dreht sich um die große Masse. Ja? Einer allein ist jetzt da nicht so entscheidend. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Person nicht so gut kennt, mein Gott, das ist jetzt nicht tragisch. Aber wenn man die Masse wirklich gut kennt, dann ist das sehr, sehr interessant. Und wir haben das sehr deutlich zu spüren bekommen bei Brexit oder bei der Trump-Wahl von 2016. Denn hier hat das Social-Media-Team von zum Beispiel Trump kooperiert mit Cambridge Analytica. Das ist eine Firma, die ziemlich kompetent Werbung schaltet. So müsste man es eigentlich formulieren. Und hat im Endeffekt Fake News bzw. Gerüchte über Hillary Clinton, die damalige Kandidatin, gegen Trump gestreut. Und naja, das heißt nicht, dass Hillary Clinton gut ist oder sowas. Versteht mich nicht falsch. Es geht eher darum, dass man gezielt die Leute bombardiert hat mit Trump-Werbung, die sich noch nicht ganz sicher waren, ob sie Trump eigentlich wählen wollen oder ob sie vielleicht doch Hillary Clinton wählen wollen. Und das bedeutet, man hat diese Nutzer gezielt manipuliert, weil die anderen waren sich ja schon sicher, die brauchte man ja quasi nicht mal ansprechen. Und das Ergebnis davon war, viele wählen gar nicht, weil sie eigentlich denken, beide scheiße. Und andere wählen, naja, Trump.
Und das ist genau das, was man ja eigentlich erreichen wollte. Man hat quasi die Leute, die sich noch nicht ganz sicher waren, hat man umgestimmt und hat sie genau das machen lassen, was man wollte. Bei Brexit war es im Endeffekt genau dasselbe. Es gibt viele Leute, die dafür waren, viele, die dagegen waren. Und die, die nicht ganz sicher waren, die hat man auch wieder mit Werbung bombardiert, die genau zugeschnitten war. Und dieses genaue Zuschneiden ist genau das, warum man euch so gut kennenlernen muss. Man muss quasi genau wissen, was ist für euch gerade relevant? Welche Werbung schalte ich eigentlich gerade genau dieser Zielgruppe? Und ihr werdet vor diesem Video und vielleicht in diesem Video auch Werbung gesehen haben, die relativ gut auf euch zupasst. Und das ist an sich nichts Schlimmes, aber die Masse kann gezielt manipuliert werden und das ist das Schlimme. Das heißt, Werbung alleine ist nicht das Problem meiner Meinung nach. Werbung ist im Endeffekt nur ein Mittel dafür, dass ihr Dinge kostenlos bekommen könnt. Ich kann natürlich hier keine Videos machen, wenn ich nicht auch irgendwie Einnahmen habe, weil ansonsten muss ich das Ganze als Hobby sehen und dann muss ich natürlich arbeiten gehen und dann kommt vielleicht ein Video mal im Monat oder im halben Jahr oder sowas. Und naja, wenn man natürlich hier sich auch finanzieren kann durch Werbung, dann ist es was Schönes. Aber man muss auch verantwortungsvoll damit umgehen. Und das ist das Fazit, was ich hier ziehen möchte. Damals war nämlich die Datenlage wirklich nur auf Facebook gestützt und im Endeffekt wirklich nur über die Facebook-Likes. Die hat man immer noch und seither hat man noch deutlich mehr Likes mit Instagram und deutlich mehr Metadaten mit WhatsApp bekommen. Das heißt, die Datenlage wurde deutlich besser und man kennt euch noch sehr viel besser, als es damals der Fall war. Und natürlich arbeiten die KIs, die im Hintergrund das Ganze analysieren, noch sehr viel detaillierter, noch sehr viel besser daran, euch quasi einzuschätzen und euch besser ein Profil zuweisen zu können. Aber wie gesagt, es ist völlig egal, wenn eigentlich ihr vielleicht nicht manipuliert werdet, aber die Masse im Gesamten doch manipuliert werden kann. Und das ist das große Gefahrenpotenzial, was ich hier drin sehe. Gepaart mit einer gewissen Emotionalisierung, das heißt psychologischer Angstmachung sozusagen, und auch einer Irrationalität, da hat man wirklich große Probleme, die Leute noch irgendwie zum klaren Denken zu bringen. Und das sieht man auch immer wieder. Manche Leute sehen irgendwie eine Werbung und sind dann komplett außer sich. Anstatt dass sie erstmal klar denken und überlegen, okay, bringt mir das jetzt irgendwas oder gibt es vielleicht Alternativen, die vielleicht auch gut für mich sind? Macht irgendwas Sinn davon, was mir hier gerade erzählt wird, oder könnte das auch vielleicht einfach nur Bullshit sein? Gerade im politischen Wahlspektrum könnte das vielleicht den ein oder anderen nochmal zum logischen Denken bringen. Denn ja klar, wer auch immer sich wirklich gut damit auskennt, der kann hier wirklich einen Großteil der Gesellschaft beeinflussen, wenn er über die nötigen Geldmittel verfügt. Und klar, das müsst nicht unbedingt ihr sein, aber es trifft die, die sich vielleicht noch nicht ganz damit auseinandergesetzt haben, die vielleicht ein bisschen angreifbarer sind, gerade die man eigentlich beschützen möchte als Gesellschaft. Das Ganze nennt sich eigentlich Propaganda, wenn man das in einem großen Kontext macht und ihr wisst, was da schon mal daraus resultiert ist und das möchten wir definitiv nicht noch einmal. Aus diesem Grund möchte ich euch bitten, dieses Video wirklich allen zu schicken, die eventuell nicht Bescheid wissen könnten, und euch auch selbst dazu auffordern, ein wenig rationaler, falls ihr es nicht eh schon tut, in eurem Leben zu agieren. Gemeinsam, ich denke, das kriegen wir ganz gut hin und wenn wir uns darüber wirklich informieren und auch wirklich bewusst mit Werbung umgehen, dann ist das in Ordnung und dann ist es auch ein gewisses Mittel, um Dinge und Produkte quasi bekannter zu machen. Aber wir sollten uns nicht davon manipulieren lassen. In dem Sinne war es das, wir hören uns Freitag wieder, bis dann, ciao.